Oh, Influencer-Marketing, ja, um was geht es im Groben? Es geht um eigentlich Relationship-Marketing. Es ist ein Marketing mit Leuten, wie es schon sagt, mit Influencern. Das kann ein Blogger sein, das kann ein Instagrammer sein, das kann ein YouTuber sein, ein Videographer sein, der Stories über Videos erzählt. Also ganz unterschiedlich, ganz speziell und insofern ist es auch nicht so ein leichter Topic, sage ich jetzt mal, nicht so ein ganz einfacher Bereich, weil man diese Leute auch finden muss und so ein bisschen nach denen suchen muss und mit denen auch eine Beziehung aufbauen muss, damit es dann auch klappt in der Zusammenarbeit. Also ich glaube, es ist schon mal interessant, wenn man die richtigen Fragen stellt. So blöd das jetzt vielleicht klingt, ja. Aber es ist definitiv nicht ein Weg, den man vielleicht früher so ein bisschen gegangen ist, auch in der Ansprache, ich sag mal, im klassischen Journalismus teilweise, ja, oder einfach in der Ansprache auch, wie man es immer noch so ein bisschen sieht, auch auf den Kanälen, dass man einfach so, ja, hier sind wir, ja, wir sind das und das Unternehmen und wir sind so und so groß und wir haben Fakten, Fakten, Fakten und es wäre doch toll, wenn du für uns arbeitest, sondern es ist eher wirklich, wie gesagt, eine Beziehung. Ja, also es ist schon gut, sich mit dem Kanal, mit dem Blog, mit dem Videokanal, mit dem Instagram-Kanal beschäftigt zu haben und zu wissen, was derjenige tut, warum er das tut, weil die meisten sind sehr offen darüber, warum sie etwas tun und wer auch die Zielgruppe ist. Und da kann man nämlich auch die richtigen Fragen stellen, dahingehend, was kannst du uns denn auch bringen? Ja? Und was kann letztendlich oder in welcher Art und Weise kann der Influencer auch was beitragen oder ist auch offen, etwas beizutragen, hat die Freiheit, etwas beizutragen, sodass dann wirklich auch eine Diskussion entsteht und nicht nur so eine Ein-Kanal-Anfrage schnell mal mit der E-Mail ausgesandt und hoffentlich meldet sich jemand zurück. Ja. Ich habe ja vorher bei der Deutschen Zentrale für Tourismus gearbeitet und habe da das Social Media Marketing aufgebaut. Und da gibt es verschiedene Kampagnen, die über die letzten Jahre realisiert wurden. Angefangen mit einer Jugendkampagne im Jahr 2013, wo ganz speziell zum Beispiel mit Bloggern zusammengearbeitet haben, die einen Einfluss in der jungen Community haben. Ja? Also eine Relevanz mit der jungen Zielgruppe. Und da haben wir zum Beispiel im Budget-Segment, also Budget Travel, viel gemacht und zum Beispiel Travel Guides kreiert aus dem Content und aus dem Feedback von den Followern, von der Community, die heute noch online sind und die man downloaden kann. Ja? Also Content für eine Destination geschaffen, der vorher nicht existierte für die Zielgruppe und eine Awareness geschaffen für die Destination in der Zielgruppe, weil offensichtlich Deutschland ist jetzt nicht unbedingt das Budget Traveler und Rucksackreisenland und mit den speziellen Influencern, Bloggern ist uns das aber gelungen.